Ich heiße Martina und ich bin Lehrperson, Primarlehrerin, seit 5 Jahren jetzt. Du am Schulhausprimat in Basel. Mitbestimmung hat sehr, sehr viel mit dem Schulalltag zu tun, finde ich. Weil es ist immer wichtig, dass die Kinder können auch den Inhalt vom Unterricht mitbestimmen können, damit sie einfach auch motivierter sind und auch wissen, um was es geht und für was sie das machen. Und dadurch tue ich eigentlich sehr viel mitbestimmen, damit sie einfach zum Sinn ins Boot holen und nicht einfach von oben ab entscheiden, was sie machen müssen, ohne dass sie das wollen. Das müssen sie schon mögen. Ja, aber einerseits ist es sicher die Motivation und andererseits ist es für mich auch sehr wichtig zu wissen, was bewegt Kinder, was wollen sie. Ich will ja nicht Unterricht machen, was sie nicht interessiert. Oder ich will auch nicht einfach über ihre Köpfe weg bestimmen. Es bringt mir auch immer neue Ideen natürlich. Also die haben viel mehr Ideen als ich. Und das muss man auch nutzen. Mitbestimmung geht nicht immer. Es gibt schon sehr viele Strukturen und Regeln, die man sich daran halten muss. Es ist aber auch sehr oft möglich. Also, gerade im Turnen oder in so freieren Arbeiten, da können sie sehr viel mitbestimmen. In Mathe, Deutsch und in diesen Hauptfächern ist es schon ein bisschen schwieriger, weil es doch vom Lehrmittel sehr viel vorgegeben ist, aber auch dort haben wir Platz für Mitbestimmung. Der Lehrplan 21 hat mit der ganzen Kompetenzorientierung, da schauen sie schon darauf, dass auch sehr viel von den Kindern auskommt und dass nicht alles von der Lehrperson kommt, aber es hat sehr viel Spielraum. Also ich glaube, das kommt auch auf die Lehrperson an. Ich denke, Mitbestimmung ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich bin sehr dafür, dass Kinder früh lernen, selber können, demokratisch können Entscheidungen treffen können. Und ich finde es ganz wichtig, dass das in Zukunft auch immer wie mehr kommt. Der Lerneffekt der Kinder ist zuerst mal das Kreativwerden, also selber sich überlegen, was kann es sein, was für Inhalte. Dann müssen diskutieren darüber. Es müssen alle gleicher Meinung sein am Schluss, also nicht gleicher Meinung, sondern es muss eine Lösung gefunden werden. Demokratie ist ein wichtiges Stichwort. Also für die Kinder bringt es ganz, ganz viel. Sie lernen für die Zukunft ganz viel. Für das ganze Leben. Wirklich selber bestimmen, was man macht und nicht einfach in der Schule sitzen und zuhören und das machen, was einem vorgegeben wird. Also ich finde es sehr interessant, ein Schülerparlament zu machen. Das heisst, dass wirklich alle Klassen Delegierte haben in diesem Parlament, wo Sachen für die ganze Schule entschieden werden. Und ich hoffe sehr, dass wir das dann irgendwann mal umsetzen können.